Willkommen bei MTCast. Ich bin der Mehmet. Ich bin der Jan. Ivan ist hinter der Kamera. Hallo. So, liebe Freunde, es ist Sonntag. Der Faruk, die BMW-Brüder, haben mich angeschrieben. Ihr wisst, die meine S-Klasse gekauft und dann. Der steht seitdem darum abgemeldet, weil er sich ein Cabrio gekauft hat. Er sagt, Mehmet Abi, was machen wir, Ich guck mir den gleich an, vielleicht kaufe ich meine S-Klasse zurück. Wir gucken mal. Wir gucken mal gleich. Ich weiß es nicht, Alter, aber. Wir fanden ihn schon Hammer. Warte, da sind die beiden Jungs. Die beiden BMW-Brüder. Ja, wir gucken mal gleich, was wir machen. So, Freunde, Faruk, S-Klasse, Faruk, E93 Cabrio. Er musste sich trennen. Ich habe meine S-Klasse wieder zurückgekauft. Ihr wisst, ich habe die damals geliebt. Ich wollte ihn auch nicht verkaufen. Ich war auch traurig, dass er damals weg war. Er weiß nicht, was er damit machen soll, weil er sich das Cabrio gekauft hat. Ich habe gesagt, du scheißiger Faruk, komm. Ich nehme ihn wieder zurück. Also, er ist wieder bei MT-Kassen der Familie. Mercedes und ihr wisst, wir lieben ihn, wir fanden ihn schon damals geil, oder? Ich liebe ihn auch, der sieht echt monströs aus. Der ist wirklich ein Monster, 500er L-Version, 20 Zoll drauf, auf AMG umgebaut, wirklich eine geile Karre. Wir freuen uns richtig, dass wir ihn wieder haben. Ja, dann melde ich ihn an, weil wir wollten ja den Nissan anmelden. Dank Sun können wir den nicht anmelden, aber dann melden wir die S-Klasse mal. Was soll man machen, ne? Ja, Faruk, du bist nicht traurig, du hast ein neues Auto, alles gut. Ja, Cabrio fahren ist besser. Im Sommer ist sowieso besser. Das Problem ist, Faruk parkt hier. Guck mal, Leute. Also, er sagt, wenn er das Auto bis zum Tor fährt, da parkt ein anderes Auto. Der Nachbar beschwert sich, er kommt vorne nicht raus. Wenn Faruk das Auto nach hinten fährt, dann kommt hinten einer. Dann kommt das Auto hierher und dann beschwert sich dieser Nachbar, dass er hinten nicht an seinen Kofferraum ran kann. Dann beschwert sich der Nachbar, der im Bus fährt, dass er die Tür nicht richtig aufmachen kann. Wir haben ihm gesagt, ja, er muss irgendwie anders parken, aber er weiß nicht, ob er so parkt. Egal wie er parkt, kriegt er eine Beschwerde. Wobei man jetzt aber sagen muss, der steht genauso weit drüber. Der ist ein Ticken kleiner, okay, aber der steht auch rüber, vorne und hinten. Da beschwert sich auch keiner. Also es ist schon ein bisschen blöd, dass Schikane. Die Nachbarn sagen. Schikane. Ja, vielleicht Schikane oder was, aber die haben ihm gesagt, das geht nicht, der soll anders parken. Vermieter hat ihm einen Brief geschrieben, ne? Hat gesagt, ob er nicht draußen parken kann. Und dann sagt er, er hat so viel Geld bezahlt und dann will er draußen parken, geht auch nicht. Ne? Wozu hat er einen Privatparkplatz? Ja, und er zahlt Miete für den Parkplatz. Es ist kein öffentlicher Parkplatz hier. Ne? Ja, also wie gesagt, eigentlich wollte ich den 350Z jetzt anmelden, aber das dauert jetzt wieder. Die E-Klasse habe ich auch weggegeben. Ich habe mir gedacht, komm, kein Auto. Wir haben uns geeinigt. Ich kriege gleich die Papiere, dann melden wir den an. Dann ist die S-Klasse wieder bei uns. Und ja, wir freuen uns wieder, dass auch er wieder da Videos ist. Ja. Obwohl, der ist ja nicht so anfällig. Genau, bis dann. Oh, jetzt habe ich hier es angemacht. Oder nicht? War gar nicht an die ganze Zeit, die Kamera. Und ich sabbel vor der Kamera rum hier, ey, alter Schwede. Ey. Na egal, also Mehmet hat die Papiere von dem Fahrzeug mitgebracht. Ich nehme mein Auto wieder. Ich melde ihn wieder an. Ich war schon die ganze Zeit auch ein bisschen traurig. Dankeschön. TÜV-Bericht? Grüß dich, alles dabei. Wo denn? TÜV-Lehrer, Kiat, da nicht, ja, die brauche ich auch. Wegen Anmeldung. Hey. Schilder machen wir drauf. Leider habe ich die kleinen Nummernschilder früher gehabt. Da passt meine Händlernummernschilder nicht drauf. Wir kleben die jetzt mit dem Panzerband drauf. Oder mit Paketband. Ja, aber geht doch, Jan. Hey. Ja, Leute, Auto wieder zurückgenommen nach 3 Monaten. Ich glaube, 3 Monate, Faruk? Drei Monate. Ihr wisst, den 330 Diesel habe ich von ihm in Zahlung genommen. Er hat den gekauft. Er ist den 1 Monat gefahren oder 6 Wochen circa. 4 Kilometer gemacht, 1000 Kilometer ist er damit schon wenn gefahren. Überhaupt. Also ist schon viel, ne? Oder nicht? Egal, aber er hat ihn ins Netz gehabt. Er hat mir irgendwie leid getan. Ich sage, nein, ich will das Auto wieder zurückhaben. Wir haben ihn wieder zurückgekommen. Faruk, vielen Dank. Er bleibt in der Familie und er ist ja auch mein Bruder. Alles gut. Mehmet ist auch mein Freund, ist alles gut. Der beste Mann hier. Vielen Dank. Ja, BMW machen wir nochmal M-Front, hat er bei mir abgegeben. Da werden wir lackieren. Sportfarbe kriegt er noch. Spurplatten müssen wir ihm noch besorgen. Da die kommt auch noch einiges. Genau, all den BMW-Brüdern wollen wir auch mal was machen. Die haben gesagt, Mercedes Auge war gut, aber die sind BMW-Brüder. Die wollen BMW fahren. Ja, BMW im Blut. Ja, im Blut ist BMW full. Aber er hat ja noch eine. Hä? Er ist 46er. Das ist der Französische. Achso, ja, er hat ja noch einen E46 320er. Er will, dass ich den Diff zuschweiße. Egal, er kommt bei demnächst. Wir schweißen den Diff, da kann er driften wie Sau. Dann machen wir auf jeden Fall ein Video mit Diff schweißen. Mal gucken, was daraus wird. Ja, Freunde, Nummernschilder sind drauf. Wir müssen leider tanken fahren. Dann sehen wir uns mal Tankstelle und ab in die Firma und dann gucken wir, was passiert. Ja. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, wie gesagt, ich habe das Auto vor 2 Jahren mal gekauft gehabt hier. S-Klasse 500er L-Version.
eigentlich wirklich, hab mein Auto auch geliebt. Exenfelgen, MAE Design haben wir drauf gemacht, tiefer gelegt das Ding. Lenkrad habe ich beledern lassen damals. Und bin ihn auch sehr, sehr gerne gefahren. War auch sehr glücklich mit dem Auto. Letzten Monate bin ich wenig mit dem Auto gefahren. Und dann stand er oft vor der Tür bei der Werkstatt, weil ich bin dann 6 Kilometer gefahren. Und dann kam immer der Fahrer zu mir an und gib mir das Auto und verkauf mir das Auto. Und ich habe immer, nee, bla, hier und verkauf mir das Auto. Und irgendwann hat er mich überredet, dass ich ihm das Auto verkaufe. Haben ihm gesagt, du, dann bring mir mal diese Summe X, dann kannst du das Auto auch haben. Okay. Irgendwie nach einem Monat, eineinhalb Monaten ruft er mich an, er sagt, ich will morgen das Auto haben, ich habe das Geld zusammen. Ich denke, ja, scheiße, ne? Ja, okay, hat er die Kohle zusammen, ich habe mir das versprochen, habe ihm das Auto weggegeben, habe ihm dann den E92 Diesel in Zahlung genommen. Ja, bin damit gefahren, ich war nie glücklich mit dem Dreier, ich weiß auch nicht warum, ich konnte mich mit dem nicht identifizieren. War geile Karre, ne? 300 PS optimiert, auf der Autobahn verbraucht, 7-8 Liter gegeben, Alter, richtig eine Rakete. Aber das Feeling von der S-Klasse hat er mir nie gegeben, ich weiß auch nicht warum, wirklich, ne? Ich habe mein Auto immer geliebt. Er ist in Rot, er fällt überall auf. Ne? Klar, sehr prollig die Karre, aber ich finde die Karre geil. Naja, und so, da hat er sich ja das Cabrio geholt, E93, 325er, hat ihn direkt abgemeldet, vor die Tür geparkt. Und seit 4 Wochen oder was steht die Karre vor der Haustür. Und bei den Benzinpreisen ist auch sehr schwer, so ein Auto zu verkaufen. Klar, ne? Dass die Leute dann denken, wie soll ich das Auto kaufen? Das Ding schluckt 13 Liter, 14 Liter. 12 Liter, wenn man ordentlich fährt, ist alles okay. Ich habe so viel Bock auf die Karre gehabt, ich habe das egal, ich will das Auto wieder zurückhaben. Gestern mit ihm telefoniert, ich sagte ihm, du pass mal auf, die Summe stelle ich mir vor. Und wenn du magst, will ich haben. Dann sagt er zu mir heute Morgen, weißt du was, komm her, scheiß drauf. Bevor er hier rumsteht, nimm ihn wieder zurück. Jetzt sind wir mit den Jungs hingefahren, Ivan und Jan, haben die Karre jetzt abgeholt, jetzt kommt er wieder nach Hause endlich. Und wie gesagt, er ist 1000 Kilometer gefahren, seit er das Auto hat, ne? Egal, ich bin wieder zufrieden, ich bin wieder glücklich. Es macht wieder Spaß mit der Karre auf der Autobahn, mit Sound hier. Ja, dann waschen wir den mal schön und dann kommen noch ein paar richtig, richtig schöne Videos mit dem Auto. Dankeschön. Zurück. Ja, welcome to home. Ja, er war 3 Monate nicht da. Wir haben ihn 2 Jahre hier in der Werkstatt auf dem Hof hier gesehen, jeden Tag. Jetzt ist er zurück. Ja, irgendwie Schicksal. Ich weiß nicht, ich war schon sehr traurig, als ich ihn verkauft habe. Der kam 2-3 Mal her mit dem Auto und ich denke, ach du Scheiße, warum habe ich ihm das Auto gegeben? Aber dann gestern mit ihm telefoniert, der wusste nicht, was er mit dem Auto machen soll. Anfrage war ein bisschen wenig, wegen Spritpreise. Ja. Bei 2,20 €? Ja, da haben die Leute schon Angst vor so einem Auto. Habe ich mir überlegt, Alter, was mache ich? Ich denke, komm, ich mache ihm mal ein Angebot, wenn er annimmt, nimmt er an. Hat er angenommen, wir sind Leute mit Jan und Ivan hingefahren. Ja. Und guckt euch einfach mal an von hinten. Komm mal her, Ivan, mach mal von unten hier einmal. Die wieder Optik von hinten. Ist schon brachial. Wirklich, ne, wirklich, wirklich. Ey, S-Klasse, brachiale Optik. Also. Farbe ist wirklich brutal. Ist rot, aber irgendwie... Ist nicht foliert, ist lackiert, ne? Ja. Dach schön schwarz gelassen. Wie gesagt, ich bin nicht schwarze 2 Jahre Akzente. Gefahren. Und wir sind den auch sehr gerne gefahren. Ne? Wirklich, wirklich gerne gefahren. Und wir wollen jetzt mal gucken, jetzt haben wir ihn wieder bekommen. Eine Gasanlage würde ich gerne reinbauen. Weil bei den Spritpreisen auf Dauer, damit kann ich auch nicht viel Spaß haben. Vielleicht noch Facelift rückwärts. Genau. Facelift.
Genau, lass uns aber überlegen, mal vorne die neuen Festlichtflugleuchten. Eigentlich war es das auch. Und Sternenhimmel. Da wollen wir mal gucken, Jan, sein Stern, es haben sein Sternenhimmel ist schon fast fertig. Wir bauen den ein. Wir gucken, wie gut das aussieht. Ja. Wenn es gut aussieht, will ich auch einen Sternenhimmel. Aber mit mehr Sternen. Es haben ja nur 200 Sterne oder so. Ja, mit mehr Sternen. Ja, das Auto ist ja, da muss mehr rein. Ja, eigentlich hätte ich ihn auch nicht gekauft. Das Blöde war natürlich, ich hätte jetzt quasi ihn angemeldet, aber dadurch, dass er jetzt wieder kaputt gegangen ist, kam mir die Idee, ja, ich weiß auch nicht. Egal, wir haben ihn wieder zurück. Ich finde ihn geil, geile Karre. Ist nicht jedermanns Sache. Manche stehen drauf, manche finden ihn prollig, manche finden ihn atzig. Aber viele stehen auf das Ding. Wirklich, wenn man mit der Karre unterwegs ist, die Augen, die Leute gucken, Wegen der Farbe, klar, rote Farbe. Überlegen, der ist laut, schnell, ja, breit, rot. Der ist echt. Warte, ich gehe nach hinten. Ich mache einen kleinen Soundcheck. Auto ist eigentlich sogar noch warm. Ja, V8 ist V8, liebe Leute. Klar, bei den Spritpreisen sagen die Leute, ja, wie dumm bist du denn? Kauf dir jetzt ein V8. Ja, ich bin ein bisschen blöd, dass ich ihn zurückgekauft habe. Aber ich stehe auf die Karre, dann fahre ich weniger rum. Also dann nehme ich den kleinen Smart, wenn ich mal weit weg fahre. Dann rolle ich mal nach Hause mit dem Ding. Ist mir egal. Aber wenn er hier auf dem Hof steht und ich gucke auf meinem Büro das Auto an, das geilt mich schon auf. liebe Freunde, dann machen wir auf jeden Fall was. Mal gucken, was Fahrer mit dem Auto gemacht hat. Aber wie gesagt, er hat die 1000 Kilometer gefahren. Was soll er da machen? Das ist eigentlich alles so. Also er hat ihn zweimal getankt. Das hat ihn auch richtig wehgetan, sagt er. Und seitdem steht er auch da, ne? Okay, dann wollen wir mal gucken. Wir melden ihn mal Montag an und dann gibt es richtig Content mal mit dem Auto. Vielen Dank. Ich bin angemeldet. Endlich. Ja, auch meine alten Nummernschilder da wieder drauf. Ja, schön. Da bleibt er mal wieder bei uns. So, ein paar Kleinigkeiten muss ich machen. Auf jeden Fall Service muss er mal kriegen demnächst. Ja, andere Scheinwerfer wollen wir reinmachen vom Facelift, muss man mal gucken, ein bisschen günstiger irgendwelche reinkriegen. Vielleicht auch schwarze Scheinwerfer, also die ja, weiß hier schwarz nicht, sind. Die keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Kann, den Dings, Sternschwarz wäre auch geil. Ja, Blinker schwarz. Also ich bin wieder froh, dass er wieder bei mir zurück ist. Ich habe ihn damals gemocht, ich mag ihn immer noch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Liken, vielen Dank für alles. Ne? MT-Cast, bis zum nächsten Mal.